Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Charlie mit einem neuen Pilzefilm. Wir sind hier im Wienhagener Wald, wieder bei Kirspe. Mit dabei ist diesmal eine ganze Bagage von pilzbegeisterten Leuten. Das war der Till, die Heide und die Maike. Und wir wollen jetzt mal den Wald hier leer räumen. Wünscht uns mal Trüff Trüff. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dem Film. Hier haben wir die ersten Herbstboten, das sind Gallertköpfchen, die sind mit den Trompetenpfefferlingen verwechselbar, sind aber nicht essbar. Ja Leute, hier haben wir einen Pfefferling, nicht erkennbar an den Leisten, wunderbarer Pilz. Ja, also hier oben sieht das sehr mau aus mit Pilzen, ich sehe nicht ein. Vorgestern war noch alles voll und jetzt nichts mehr. Das ist ein safrangelber Scheidenstreifling. Der wandert natürlich auch ins Körbchen. Da ist schöne Marone, ne? Daneben wächst ein Perlpilz und da haben wir Marönchen. Schöner Fund. Ja, hier steht alles voll von Haarschleierlingen. Aber sonst sieht es mau aus. Ja, hier finde ich einen Fichtenblutreizker. Der wird auch mitgenommen. Ja, hier haben wir nochmal so Seitlinge. Die haben jetzt mitten auf dem Baum gestanden. Die sehen schon bald aus wie normale Pilze. Ja, das sind aber diese Sommerseitlinge. Die nehmen wir natürlich mit. Ja, hier finden wir wirklich einen komischen Öckel. Ich weiß nicht, was es ist. Irgendein Trichterling, wahrscheinlich ein Tschernobyl-Pilz. Der sieht sehr, sehr komisch aus. Ja, Begleitbäume sind hier Nordmantannen. Und Kiefern. Wenn einer weiß, was das sein könnte, kann es ja runterschreiben. Irgendein Trichterling nehme ich an. Ja, so kann der Narren. Es ist kein Marönchen. Der rosa Stich. Jetzt, wo ich das nahe besehe, es ist ein Bitterling. Es ist ein Gallenröhrling. Den lassen wir im Wald. Ibebebe. Ja, hier in einem Hexenring, da finden wir schiefknollige Anis-Champignons. Ja, und gar nicht mal so wenig. Ein hervorragender Speisepilz, der die Weg ins Körbchen. Ja, das sind hier nochmal diese Anis-Champignons. Nur, wie gesagt, wenn man die zubereitet, verlieren die diesen Geruch und diesen, vor allem diesen Geschmack gänzlich und schmecken wie normale Champignons. Ja, hier sind Pfifferlinge. Auch in anständiger Größe. Ja, das ist natürlich was Schönes. Den habe ich jetzt mal mit Scheide rausgekriegt. Den lasse ich auch dran, bleibt das Bild sauberer. Da brechen auch die Damen los Gehölz. Ja, der Inbegriff eines Pilzes ist der Fliegenpilz, Amanita muscaria, hier wächst er. Ich wollte ihn mal aufnehmen, weil er so schön ist. Thank you.
Da ist ein Marönchen. Ja, hier stehen wieder wie gemalt Pfifferlinge im Moos. Schön, ne? So, hier wachsen jede Menge Pfifferlinge, wie ihr seht. Alles voll. Ja, aber dicht an dicht hier. Guckt man mal an hier. Schön, ne? Nicht kaputt treten, Maike, vor deinen Füßen. Ja, ich weiß. So, jetzt sind wir zurück beim Auto angelangt. Nur zufriedene Gesichter. Ja, der Till, der ist auch schon richtig am Lachen. Er hat nämlich sein Köpfchen auch voll. Wie man sieht, mit Pfifferlingen und mit Champignons. Und hast dich gesehen. Und hier auch die Champignons und die Semmelstoppelpilze. Ja, an Steinpilz sehe ich auch. Und natürlich Pfifferlinge und auch noch ein Champignon. Das sieht sehr gut aus. Und auch die Maike ist glücklich. Ja, hat es euch denn gefallen? Ja, sehr gut. Ja, nicht? So, dann haben wir es beschlossen. Ich will ja hoffen, dass euch der Film auch gefällt. Allzu lang ist er ja nicht geworden. Aber auch mein Körbchen ist ziemlich voll, wie ihr seht. Ne? Ja, dann sage ich mal, trüff, bis zum nächsten Mal und drückt da unten mal so einen Like-Button. Würde mir eine Freude machen. Tschüss.